Ja, ein Fuchs. Ja, willkommen im Wald und ja, hier hat sich richtig was getan. Ja, also hier hat es geregnet die letzten 1, 2, 3 Wochen und es ist spürbar und deutlich wärmer geworden. Die Sonne ist rausgekommen und jetzt explodiert die Natur. Ja, einzig die Frühblüher machen mir wie jedes Jahr zu schaffen. Ja, also Birke und Hasel. Und das dauert jetzt immer so ungefähr 2, 3 Wochen und dann wird es besser. Aber so mental und so, muss ich wirklich sagen, ja, da explodiert mein persönliches Gefühl auch enorm ins Positive. Ja, was rauche ich heute? Was habe ich in der Pfeife? Zwar ein Tipp aus der Community. Ich rauche nun endlich einmal einen Tabak, der sicherlich schon immer mal wieder erwähnt wurde. Der ist nichts Neues, keine Neuerscheinung auf dem Markt, aber für mich ist er neu. Der Solani Aged Burley Flake. Ja, also ich bin ja schon oft auf Burley-Reise gegangen und habe ja auch schon das eine oder andere Mal bei mir hier auf dem Kanal darüber berichtet. Aber komischerweise ist der immer bei mir hinten runtergefallen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, und irgendwann einmal kam dieser Tipp aus der Community wieder und dann habe ich ihn mir endlich mal besorgt und in der vergangenen Woche habe ich die Dose endlich mal geöffnet. Ja, ist ein wunderbarer Flake, also ein Augenschmaus. Ja, super geschnitten und also wunderbar in die Pfeife einzubringen, dieses dunkelbraune Tabakbild, dieser doch eher erdige Geruch und wie ich finde, sehr sanfte Geschmack, durchaus mittelkräftig, aber sehr sanft. Es ist ein Tabak, der, wie der Michael Apitz neulich noch mal beim Jan auf dem Kanal in einem Video gesagt hat, bei manchen Tabaken lohnt es sich wirklich unbedingt, wenn man die raucht, gar nichts zu machen. Sich einfach nur zurücklehnen und dann diesen Tabak genießen, langsam rauchen und ja, dann offenbart dieser Aged Burley Flake von Solani wirklich, wirklich ganz tolle Nuancen. Tatsächlich diese kleine bisschen Schokolade, was sich hier oben im Kopf dann bildet, eher zartbitterig. Ja. Und also dieser Flake zeigt auch tatsächlich, was für ein wunderbarer Rauchgenuss mit Burley-basierten Tabaken wirklich möglich ist. Also ein ganz heißer Tipp von mir. Ich mag ihn sehr gerne. Der Solani Aged Burley Flake. Darum soll es aber heute jetzt nicht nur in erster Linie gehen, sondern um was ganz anderes. Denn ich hatte ja schon vor geraumer Zeit immer mal wieder darauf hingewiesen, dass ich mich mit euch auf meinem Kanal natürlich auch über Einblicke und Feststellungen aus der Gesellschaft unterhalten möchte. Die tendieren manchmal so ein ganz kleines bisschen ins Politische, aber unwesentlich eigentlich auf politische Ansichten und Haltungen so, dass ich die Gefahr, dass sich hier dann irgendwann politische Diskussionen entfachen und so weiter, das versuche ich also zu verhindern. Nein, natürlich hat die Politik einen gewissen Einfluss in die Gesellschaft. Und wenn man da so ein bisschen einigermaßen wachsam Medien verfolgt, liest und auch mit offenen Augen durch die Weltgeschichte wandert, da stellt man sich natürlich immer wieder die Frage, warum und wieso denken die Menschen so? Ja, warum? Wie kommen die da drauf? Das ist eine der Fragen, die mich immer mal wieder beschäftigt. So. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, an denen man sich heutzutage schlau macht und ich rate ohnehin dazu, besonders vielfältig unterwegs zu sein und dann kann man das bei dieser großen Vielfalt mit den alten Medien, mit den Printmedien, mit den bewegten Bildern und natürlich auch mit den seit einigen Jahren vorhandenen sozialen Medien kann man sich schon in die Lage versetzen, ein einigermaßen brauchbares Bild von der Gesellschaft zu bekommen. Ihr werdet es nicht für möglich halten, wahrscheinlich nicht. Aber ich bekenne mich heute zu
einem leidenschaftlichen, seit vielen Jahren leidenschaftlichen und intensiven Leser und Fan der Bild-Zeitung. Harry fährt den Wagen nie wieder vor. Wollte ich euch nur sagen. Ja, ja, die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist damals Print und mittlerweile halt auch Bild Online, ein Medium. Also seitdem ich denken kann, gibt es die Bild-Zeitung. Ja, 1957, glaube ich, ist die Bild-Zeitung erschienen. Und 1966 wurde ich geboren. Und also, als ich das Licht der Welt erblickte, gab es schon eifrige Bild-Zeitungsleser. Nun ist die Bild-Zeitung nicht das Medium, was ich dazu nutze, um mich in irgendeiner Form und Weise besonders intensiv einzuarbeiten und mich über gewisse Problematiken und Dinge schlau zu machen. Die Bild-Zeitung ist Boulevard. Ja. Aber ich beschäftige mich, wie gesagt, mit der Gesellschaft. Und ich möchte gerne wissen, womit sich die Gesellschaft beschäftigt. Matthias Döpfner, der CEO der Springer Verlags, hat zumindest mal eine ganz gute Erklärung dafür gegeben. Er hat nämlich gesagt, das mag auch so stimmen, ungefähr so um 1900 waren ungefähr 10% der Menschen und der Gesellschaft überhaupt befähigt und in der Lage, am Zeitungsleben teilzunehmen und sich durch Zeitungen überhaupt irgendeine Information herzuholen. Und heute sind es weit über 70%. Und dazu hat die Bild-Zeitung eben maßgeblich beigetragen. Ja. Die Bild-Zeitung hat das Medium Zeitung und somit Information in Gesellschaften hineingetragen, die man sonst überhaupt nicht erreicht hätte. Die eben diese großen intellektuellen Blätter wie Zeit, Spiegel, Welt und so weiter einfach nicht lesen. Nie gelesen hätten. Die Bild-Zeitung ist Boulevard. Boulevard muss verkürzen, emotionalisieren und personalisieren. Das sind die drei maßgeblichen Dinge, die Boulevard mit sich bringt. Dazu gehören reißerische Überschriften, kurze Texte, ziemlich einfache Texte. Ja. Ihr merkt also, worauf ich hinaus will. Wenn man sich die Frage stellt, warum und wieso die Gesellschaft gewisse Haltungen einnimmt, Mehrheiten bildet und so weiter und so fort, Verhaltensweisen zeigt, wo man sich immer mal wieder die Frage stellt und sagt, warum machen die das? Warum sind die so? Wenn man das verstehen will, dann muss man wissen, was in diese Gesellschaft hineinprojiziert wird. Was sind die Themen, mit denen sich diese Gesellschaft auseinandersetzt und was denen vor den Latz geknallt wird? Und dann kann man zumindest erahnen, was in dieser Gesellschaft los ist. Und deswegen lese ich seit vielen Jahren jeden Tag, wenn auch nicht intensiv, aber immer mal wieder die Bild-Zeitung. Ja, wunderbar. Gibt auch oft was zum Schmunzeln. In diesem Zusammenhang will ich euch aber eine Buchempfehlung geben, oder zwei Buchempfehlungen geben, und zwar von Kai Diekmann. Er hat das Buch rausgegeben im letzten Jahr, Ich war Bild. Ich war Bild, klingt ziemlich vermessen. Aber Kai Diekmann war 14 Jahre lang Chefredakteur der Bild. Und 14 Jahre auf so einem Schleuderstuhl, das ist eine Menge. Ja. Das ist ein Buch, was fast 550 Seiten hat, was man auch nicht durchlesen muss, sondern das ist unterteilt in einzelne Kapitel, in einzelne Handlungsstränge. Und da kann man sich also die verschiedenen Punkte, die einen interessieren, kann man raussuchen. Und ich kann euch versprechen, das liest sich teilweise wirklich spannender wie ein Krimi. Ja? Also da kommen Dinge zutage, die man so noch nirgends wirklich nachlesen konnte. Ich erinnere nur daran, also was ich unheimlich spannend fand, ist zum Beispiel auch, ihr erinnert euch vielleicht damals an unseren großartigen, in Anführungszeichen, Bundespräsidenten namens Wulff, Christian Wulff, ja, der damals im Zuge von Bildrecherchen, als es um so Kreditvermittlung für sein Haus in der Nähe von Hannover ging, der war damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen, der dann sich, warum auch immer, in irgendeiner geistigen Umnachtung dazu genötigt gesehen hat, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung auf die Mailbox zu sprechen und dem zu drohen, falls diese Recherchen veröffentlicht werden, was dann ihm folgen würde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auf die Wahnsinnsidee zu kommen, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, die mächtig ist, ich komme gleich noch drauf, zu drohen.
Respekt. Ja, und es geht aber auch um das Verhältnis Merkel, um das Verhältnis zu Helmut Kohl, über viele andere Dinge, die in unserer Republik immer mal wieder für Aufsehen gesorgt haben und wo halt natürlich auch die Bild-Zeitung immer kräftig mitgemischt hat und mitberichtet hat und so weiter. Viel Hintergrund. Also wirklich sehr lesenswert, sehr spannend und eine echte Empfehlung. Ist erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Wie gesagt, hat knapp 550 Seiten und den Preis weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich schreibe es euch gebe euch einen Link in der Beschreibungsbox. Aber man soll sich natürlich nicht immer nur einseitig, auf gar keinen Fall einseitig und nur aus einer Richtung informieren. Ja, im gleichen Zuge kann ich euch also auch empfehlen, die zwei Journalisten Mats Schönauer und Moritz Tschermak haben ein Buch veröffentlicht, das heißt Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Und da ist es wieder das Wort, die Gesellschaft. Also insofern liege ich da gar nicht falsch. Ja. Also dort werden also die teilweise wirklich fragwürdigen Methoden und Recherchemethoden und Aufmacher der Bild-Zeitung wirklich auch aufs Korn genommen und hinterfragt. Dieses Buch hat dann 340 Seiten, ist bei Kippenbeuer und Witsch erschienen und ist ebenso genauso lesenswert. Und ich kann euch also auf alle Fälle versprechen, ich bin der festen Überzeugung, wenn man diese zwei Bücher gelesen hat, dann kann man sich ein ungefähres Bild davon machen, wie Bild arbeitet, was in die Gesellschaft hineinprojiziert wird und wie gesagt, warum und wieso die Gesellschaft sich gewisse Meinungen bildet und gewisse Trends entstehen und so weiter und so fort. Ja, die Bild ist mächtig, habe ich gerade gesagt. Nur mal so als Beispiel. Die Bild-Zeitung braucht ungefähr eine Stunde, um jeden maßgeblichen, wichtigen Politiker in Berlin zum Interview zu haben. Und ihr müsst nicht glauben, dass die Bild-Reporter dann dahin fahren. Nee, die fahren vor, die Politiker, die kommen. Ja, und dann geht es im Paternoster nach oben und dann gibt es Interviews. Die wollen da alle rein. Warum? Weil sie große Teile der Gesellschaft damit erreichen. So mächtig ist Bild. Mit Bild kann man aufsteigen, mit Bild kann es aber auch ganz schnell nach unten gehen. Ja, so viel zum heutigen Thema über die Bild-Zeitung. Ja, das soll es gewesen sein von mir für heute. Und sagen wir immer herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mich würde wirklich interessieren, wer von euch bekennt sich dazu und sagt, jawohl, ich lese auch die Bild-Zeitung. Viele verschweigen das ja. Ich denke, das ist keine Schande, sondern das kann durchaus Sinn machen, die Bild-Zeitung zu lesen. Ja, würde mich also wirklich mal interessieren, wie ihr da so drüber denkt. Nicht über das Thema Medien allgemein, darüber können wir auch nochmal ein Video machen. Also, oder habe ich mir vorgenommen, auch mal ein Video zu machen, da habe ich auch meine ganz eigene und dezidierte Meinung. Aber Medien, das ist nochmal allgemein etwas ganz anderes. Nein, es geht um die Bild-Zeitung. Ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im Bilde. Und ich wünsche euch vor allen Dingen schöne Ostern. Ja. Erholt euch, lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.